Problem? Sie möchten eine Signatur in Outlook 2010 anlegen, wissen jedoch nicht wie. Lösung? In solchen Fällen kann Ihnen der TT-Guide helfen. Dieser ist jederzeit bequem über einen Klick auf das Symbol im Benachrichtigungsfeld von Windows erreichbar. Mit dem TT-Guide steht Ihnen nun eine direkte Hilfe innerhalb jeder beliebigen Windows-Anwendung zur Verfügung, welche Sie Schritt für Schritt durch das System begleitet, bis Sie Ihr gewünschtes Ziel erreicht haben. Der TT-Guide erkennt automatisch, in welcher Anwendung Sie sich befinden und schlägt Ihnen bereits entsprechende Hilfen, sogenannte Guides, vor. Sofern Sie Ihre Anfrage konkretisieren möchten, können Sie dies schnell und einfach über die integrierte Suche des TT-Guide realisieren. Während der Eingabe zeigt Ihnen der TT-Guide sofort Vorschläge an, zu denen bereits entsprechende Hilfen existieren. So finden Sie noch schneller den passenden Guide zu Ihrer Anfrage. Bei Mausberührung eines Suchtreffers erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Guide. Diesen können Sie zum Beispiel eine detaillierte Beschreibung entnehmen bzw. auch sehen, wie häufig der Guide bereits genutzt und wie gut er in der Folge bewertet wurde. Starten wir nun den Guide, um zu sehen, wie uns dieser durch Outlook 2010 führt. Nach dem Start des Guides wird nur der Bereich der Anwendung hervorgehoben, in dem der Benutzer die nächste Aktion ausführen muss. Das unmittelbare Aktionsobjekt wird jeweils rot umrahmt. Das Steuerungsfenster enthält neben der Anweisung zur nächsten Aktion auch die Navigationsleiste des TT-Guide. Setzen wir nun unsere Führung durch Outlook 2010 fort. Ziel erreicht. Die Signatur wurde erfolgreich in Outlook 2010 angelegt. Nach dem Abschluss eines Guides kann dieser vom Anwender bewertet werden. Somit erhält man eine ständige Rückmeldung seitens der Endanwender in Bezug auf die Qualität aller verfügbaren Guides. Wir haben nun gesehen, wie der TT-Guide uns Schritt für Schritt zum Ziel geführt hat. Aber wie sieht es mit der Erstellung eines Guides aus? Gestaltet sich die aufwendig und schwierig? Nein, es ist ganz einfach. Rufen Sie dazu lediglich den TT-Guide Creator per Doppelklick auf das G-Icon im Infobereich auf. Die kleine Bedienleiste beinhaltet alle nötigen Funktionen, die Sie zur Erstellung eines Guides benötigen. Starten Sie die Aufzeichnung per Klick auf die entsprechende Schaltfläche und führen Sie in der Folge die notwendigen Schritte innerhalb der jeweiligen Anwendung durch. Das Vorschaufenster zeigt jeweils den zuletzt aufgezeichneten Schritt und hilft Ihnen dabei, den Aufzeichnungsfortschritt jederzeit erkennen zu können. Eingaben während der Aufzeichnung werden standardmäßig als freie Eingaben hinterlegt und es ist demnach ausreichend, lediglich einen Platzhalter einzufügen. Fertig! Die Aufzeichnung kann nun gestoppt und in der Folge veröffentlicht werden. Vor dem Hochladen in die zentrale Ablage TT-Guide Base wird der Guide noch lokal gespeichert.
Wie Sie sehen, werden der Titel und die Schlagwörter bereits automatisch hinterlegt und wir können die Veröffentlichung nun abschließen. Im Anschluss ist der Guide sofort verfügbar und wir können die Führung, wie bereits gesehen, sofort starten.